Hallo zusammen, da sind wir wieder, frisch geladen in Deponia und ich bin verzweifelt. Das muss ich nicht für später einpacken. Jetzt oder nie. Das ist mein Motto. Probieren wir einfach mal Gegenstände mit Ich Gegenständen. verstehe zwar nicht, warum Leute einen Strohhalm benutzen, aber wie man ihn benutzt, ist mir schon einigermaßen geläufig. Und Dazu versuche fällt mir gerade voll der Hammerspruch an. Leider hat er. Das muss rauszufinden, nicht geflaschen. Außerdem hängt da noch Sabber an der Bürste. was ich mit dem Zeug Hier hier ist machen kann. ausnahmsweise einmal nicht mein technischer Sachverstand gefragt, sondern Willensstärke, Fantasie und blindes Vertrauen in die Gesetzmäßigkeiten der interaktiven Dramaturgie. Nicht nötig. In meinem Mantel ist noch nie etwas zu Bruch gegangen. Zumindest nichts Wertvolles. Also nichts Wertvolles, was mir gehört hätte. Ja, die Flaschenbürste geht mit nichts. Soll ich das jetzt mit allen Items ausprobieren? Das ist schon ein bisschen Trial and Error, aber. Nicht nötig. In meinem Mantel zumindest nichts Wertvolles. Also nichts Wertvolles. Das ist nicht nur Glas. Das muss ich nicht für. Jetzt. Das muss ich nicht für später ein. Jetzt oder. Dazu fehlt mir gerade. Leider hat. Aha. Das ist so Trial Das and tut Error. man jetzt Warum? so. Warum habe ich denn das jetzt gemacht? Was? Das ist da wäre ich nie drauf gekommen, dass das in Aluhut gibt. Mit dem Strohhalm? Dazu fällt mir gerade voll der Hammer. Leider hat. Das heißt, ich musste. Moment mal. Stroh und Alu, ist das etwa die. Moment. Also, das ist ja. Das ist ja. Das ist ja ein dämliches. Also, die Rätsel waren auch schon mal besser bei Demonia. Was ist das? Ein Aluhut. Er hilft dir, dich zu erinnern. Dann lass stecken. Ich trinke, um zu vergessen. Du sollst dich auch nicht an die Vergangenheit erinnern, sondern an die Zukunft. Klingt nach einem Strategiewechsel. Und da ich eh keine Zukunft habe, kann es auch nicht schlimmer werden. Das ist die richtige Einstellung. Aber wenn's recht ist, nehme ich meinen eigenen. Nee, klar, würde ich auch so machen. Was? Du hinterhältige Ratte, hattest die ganze Zeit einen Aluhut dabei? Muss eine Eingebung gewesen sein. Ich knaupel so gerne die Folie von den Plörreflaschen ab. Ich habe ihn allerdings mit Stroh gefüttert, um. Ich hab's ja verstanden. Du hattest einen Aluhut. Ich hab mich umsonst angestrengt. Nein, was haben wir gelacht? Du siehst die Säfte meines Humors in Tränenform aus meinen Krähenfüßen eitern. Kannst jetzt endlich weitergehen? Meinetwegen gerne. Aber womit eigentlich? Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Merk dir nur das eine. Wenn sich die Vergangenheit wiederholt, versuche irgendwie diesen rosafarbenen Elefanten aufzuhalten. Ja, okay, warum nicht? Ist ja das Mindeste. Sehe ich genauso. Gut, der wird uns helfen, aber bevor ich das jetzt ausprobiere, schaue ich, ob ich den Aluhut jemand anders andrehen kann. Ah, Moment, jetzt ist er weg. Ja, wieso ist er denn jetzt weg? Also, das ist doch. Das ist. Okay. Er sagt, er hilft mir mit dem rosa Elefanten. Dann mache ich jetzt einfach mal dasselbe wie eben und speichere nochmal. Und mit wie eben meine ich wie in der letzten Folge. Und jetzt drehen wir die Zeit zurück und gucken, was passiert. Und wehe, wenn uns der Kerl nicht hilft. Was haben wir denn noch? Den Bart, das Glas, die Flaschenbürste, das alles Zeug, das kriegen wir nochmal, aber es Wollen wir wäre nochmal die Zeit lästig. zurückgehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir? Du weißt. Ich bin vorbereitet. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja, schon. Aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung. Zu spät! Tata, lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Kommt dieser Depp jetzt? Und noch eine Runde. Rufus? Bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Ja, aber warte mal, warte mal. Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht noch etwas Platz? Ach, noch reichlich. Du hast dich ja noch gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Kommen. 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 Jetzt eindrehen. Etwas mehr nach rechts. Achtung, süßer Wombat. Ein Stück zurück. Aasgeiern ausweichen. Wieder ein Stück vor. Und stopp. Perfektiberto. Hey.
Das hat funktioniert. Bist du dir sicher, dass ich hier stehen bleiben kann? Absolut. Puh, dann ist die Zeitlinie wohl wiederhergestellt. Das heißt, was ist das? Ich empfange seltsame Werte. Werte? Ja, wovon redest du? Keine Ahnung, ich... Rufus, schnell! Er ist hier! Beeilung! Tack! Okay. Was ist passiert? Der rosa Elefant! Er war hier! Ich habe mit ihm gerungen. Kurz sah es so aus, als könnte ich ihn besiegen. Aber dann ist er im Erdboden verschwunden. Wenn hier etwas verschwunden ist, dann dein Sinn für die Realität. Aber du hast ihn doch auch gesehen. Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher. Vielleicht war das alles eine Einbildung. Deine Einbildung hat einen ordentlichen linken Haken. Ich weiß. Aber genug davon. Die Gläser sind heil. Alles andere ist mir doch scheißegal. Ich hol Toni und dann zeigen wir euch die Kehrseite. Ich fürchte, es wird anders kommen. Na, das hoffe ich doch. Was sind jetzt die Gläser? Das Gläser noch heil, also gut. Toni nicht will, dass ihre Gläser kaputt gehen, warum hat sie sie dann so demonstrativ aufgestapelt? Aber ich fürchte, mit dem Elefanten ist die Sache noch nicht erledigt. Hey, außerdem kann ich nicht hier rübergehen. Warum kann ich nicht hier rübergehen? Was? Was ist da denn jetzt los? Moment, ich rede jetzt mit dem Menschen. Hey Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das... Hier läuft ein rosa Elefant herum, der mich beim Einweisen stört. Ein rosa Elefant? Das ist hochgradig beunruhigend. Es könnte die Vorhut einer rosa Stampede sein. Oder der Zeitreset hat einen schadhaften Einfluss auf dein zentrales Nervensystem. Unmöglich. Ich habe mein Nervensystem mit heißem Blei ausgegossen, um meine Vorstellungskraft zu verdoppeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Tja, ich schon. Muss ich ihn immer noch loswerden? Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine Hilfe erwarten. Ich bin in seiner Praxis nicht gern gesehen, weil ich gerne an den abgelaufenen Medikamenten in seiner Mülltonne herumlutsche. Aha. Gut, Und? Schon irgendwelche Zeitanomalien eingefangen? So funktioniert das nicht. Vielleicht hältst du die Angel falsch rum. Das ist keine Angel. Das ist ein Gerät zur Messung von Quantenüberlagerung. Und da wunderst du dich, dass keiner anbeißt? Man sieht sich früher oder später. Beides. Gut, kann ich die Kurbel nochmal drehen, ist die Frage. Nicht doch jetzt, wo ausnahmsweise einmal alles im Lot ist. Nicht doch jetzt, wo... Dann würde ich sagen, schnell zu Toni. Mann auf Position und dann, wie wir es geprobt haben. Ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen. Möge Tetanus uns bei. Okay, jetzt haben wir diese Flaschenbürste wieder verloren. Das ist lästig, aber naja, was soll man tun? Vielleicht muss ich auch Dinge in einer anderen Reihenfolge machen. Das könnte ja hey, auch noch Rufus, passieren. Warte doch mal. Ach nö, Wenzel. Nicht jetzt, Wenzel. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir dein Gefiepse nochmal anzuhören. Und du bist doch eine Kürbislaterne. Jetzt kommt die Sache mit Lottie. Jetzt nehmen wir uns mal wieder den Strohhalm. Jetzt können wir jetzt ja noch einen Aluhut basteln. Huhu, Schnutzelbärchi. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja, vielleicht, ja. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Ja, du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Haha, beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja. Warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kopf, keine zwei heute nicht, dieses Kopf. Okay, das kennen wir alles schon. Wollen wir mal ein bisschen schneller.
Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Genau. Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Wie meinst du das? Diesmal. Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. Genau. Gib mir lieber einen Stromumkehrer. Und... Tja, leider daneben. Was? Nee, unmöglich. Komm mir nicht so. Ich habe alles genauso gemacht wie beim letzten Mal. Ach, Rufus. Man kann ein gutes Spiel halt nicht einfach so reproduzieren. Aha, na, das werden wir ja sehen. Ja, aber sowas von. Pass mal auf. Und... Tja, leider daneben. Es funktioniert nicht mehr. Voll fies. Ah, so frech. Hey, Finger weg. Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Okay, an den Stromumkehrer komme ich schon mal nicht mehr ran. Was bedeutet, ich komme auch nicht mehr an die Kartoffel ran, weil ich nicht an Eis rankomme. Aber ist ja alles eigentlich wurscht. Wir haben ja Toni. Nee, Moment. Wo ist Tacken? Trödel nicht so. Und? Hast du mir irgendwas zu sagen? Auf nach Elysium? Ich meine, zum Thema Scherben. Scherben? Die bringen Glück, ne? Du meinst, wie das Glück, einen intakten Unterkiefer zu haben? Da muss ich dich wohl enttäuschen. Aua! Conny! Ich bin enttäuscht von dir, Rufus. Ich dachte immer, du wärst derjenige, der frischen Wind in dieses Kaff bringt. Aber ich habe mich geirrt. Du machst einfach dieselben Fehler immer und immer wieder. Das ist vielleicht 2-3 Mal unterhaltsam. Beim 4. Mal nicht mehr. Viel Spaß bei deinem weiteren Versuch, nach Elysium zu kommen. Wenn du mich suchst, ich bin bei meinem Dad. Und halte ein letztes Mal den Feuerlöscher bereit. Toni, warte! Verdammt, wenn das nicht wieder dieser widerwärtige Elefant gewesen ist. Wo ist Tuck überhaupt? Der sollte doch aufpassen. Hier kann man sich aber mal wieder auf niemanden verlassen. Ja, wo ist denn der Kerl? Und was ist mit den Gläsern passiert? Erzähl mal. Da sind sie wieder. Die Scherben einer dysfunktionalen Beziehung. War es wirklich zu viel verlangt, dieses Debakel zu verhindern, Kowalski? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich glaube, dieser Elefant ist einfach zu gerissen für uns. Papala Pappnase, der Elefant, der einen Rufus übertölpeln kann, muss erst noch aus dem Ei schlüpfen. Hey, Rufus. Jetzt nicht Mechanical. Ich habe gerade andere Sorgen. Stress mit deiner Freundin? Ex-Freundin. Und vielen Dank auch. Guter Gottfried. Ist das etwa meine Schuld? Ja, so kann man es auslegen. Denn es wäre nicht ohnehin passiert. Oh je, das ist so falsch. Keine Sorge. Ich habe einen neuen Plan, diese vermaledeite Zeitfalte ein für alle Mal auszubügeln. Wieso? Was hast du vor? Ich glaube, wir sind die Sache falsch angegangen. Das hier ist ein Tatort. Es muss Spuren geben. Mit meinem kriminologischen Geschick und eurer Watson-Haftigkeit haben wir diesen Fall gelöst, bevor der Elefant Terrain sagen kann. Terrain. Okay, schauen wir uns das nochmal genau an. Lasst uns bitte nicht so lange hier aufhalten. Der Elefant könnte noch in der Gegend sein. Na, das wollen wir doch hoffen. Ich werde ihm einen Knoten in seinen hässlichen, faltigen Rüssel machen, damit er sich immer daran erinnert, dass man sich besser nicht mit einem Rufus anlegt. Er ist definitiv noch hier. Ich bin mir jetzt sicher. Was auch immer ihr da gesehen habt, reist durch die Zeit. Er ist uns also immer einen Schritt voraus. Oder hinterher. Schwer zu sagen. Ich glaube, er wird wieder schlecht. Schluck's runter, Tuck. Es geht auf Elefantenjagd. Da ist doch irgendwas mysteriös an diesen Scherben.
Seltsam. Hier leuchtet die Scherbe. Wirklich? Dann muss es dort eine Strahlungsquelle geben. Abwarten. Holla die Bolla. Elefantenhaut. Soweit ich weiß, häuten sich Elefanten nicht. Ja, ja. Erst nicht an rosa Elefanten glauben und plötzlich ein rosa Elefantenexperte sein. Also für mich sieht das nach einem ordinären Stofffetzen aus. Ja. Und was ist mit diesem geheimnisvollen Leuchten? Ich tippe auf Tachyonenstrahlung. Sie entsteht, wenn Materie rückwärts durch die Zeit bewegt wird. Ich messe Spuren davon in der ganzen Umgebung. Und die Brechung an der Scherbe rückt sie ins sichtbare Spektrum. Wenn ich eine Vorlesung hören wollte, würde ich mir ein Ticket für die Uni kaufen. Es gibt keine Tickets für die Uni. Nur einen Numerus Clausus. Genau. Und in der Klimbim-Nacht kommt er über die Dächer gesegelt und verteilt Geschenke. Also wenn du diesen Käse deinen Studenten beibringst... Moment. Sagtest du Spuren? Sagte ich. Aber natürlich. Mit der Scherbe können wir die Tatzelwurmstrahlung sichtbar machen. Kommt. Ich habe eine Idee. Wie bitte, was? Rufus, du bist mir gerade ein wenig voraus. Aha. Oh. Elefantenspuren. Ach so. Ach, das ist ja interessant. Wo ist der denn jetzt hin? Hier und dann? Der kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Hallo? Hallo? Moment mal, hey! Kam von da unten? Oder hier oben? Warum kann ich denn jetzt nicht mehr... Also so ganz ist mir das ja jetzt nicht... Klar, hier. Gibt es zwei Spuren? Der hat hier Kehrtwende gemacht. Und dann ist er hier lang, genau. Ist er da oben lang. Und wieder runter. Und immer so im Kreis weiter. Und dann da hoch. Das ist also dieser, also wir sind ja hier eben hart auf der Spur. Oha. Was ist hier mit ihm passiert? Ach so? Ist er abgesprungen oder was? Also diese Spur macht mich fertig. Ist er hier rauf und dann ist er hier? Moment mal! Meuble secrète, ein geheimer Hebel. Holde Narren und Marhalesen, ich präsentiere das geheime Elefantenversteck. Okay, jetzt mal ernsthaft, Mac. Wie machst du das immer mit diesen Dödödöm? Ach, egal. Es gibt wichtigere Geheimnisse zu lüften. Bleibt hinter mir.
Das müssen Reste der verlassenen Mall sein. Mit Betonung auf verlassen. Genau. Es ist niemand hier. Lasst uns gehen. Einen Moment noch. Seht ihr die Tunnel da? Das Wesen hat sie benutzt. Und das kann noch nicht lange her sein. Dann ist er vielleicht noch hier. Hurra. Hurra. Ja, wir werden hier weiter auf Elefanten jagen in den geheimen Tunneln. Aber zuerst ein Folgenschnitt und beim nächsten Mal geht es dann wirklich weiter mit Elefantenjagen. Bis dann. Tschüss.